Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Stronghold 3. Ja, das ist jetzt die dritte Aufnahme von heute. Und ja, in der letzten Folge haben wir wunderbar die Wölfe alle besiegt, das Abteil geräumt. Und ich glaube, Wein haben. Ich weiß gar nicht, hatten wir das da schon voll oder nicht? Die Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. Jetzt müssen wir nur noch das Brot sammeln. Guten Morgen, Eure Lordschaft. Haben wir ein bisschen Holz verkauft. So, die schnappen uns ja die Nahrungsmittel. Was ist, wenn wir davon kaufen? Nicht genügend Gold. Wow, habe ich das ganze Gold jetzt verplempert? So wird natürlich, warum bin ich auf diese Idee nicht vorher gekommen? Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Okay. So erreichen wir das Brotlimit jetzt auch sofort. Nicht genügend Gold. So, dann füllen wir jetzt auch mal ein bisschen und dann dürften wir die Mission gepackt haben. Ich könnte mal was. Wir sind siegreich, Sire! Danke. Punkte sammeln die. So, und dann nehmen wir Lady Catherines Abtei. Stürmer. Die Arbeiter für den Wiederaufbau werden in einem kleinen Weiler am Fuße der Klippen in der Nähe einquartiert werden. Der Platz ist knapp, es gibt kaum genügend Wohnraum. Die Nahrungsmittelversorgung sicherzustellen, wird eine Herausforderung sein. Der kleine Weiler am Fuße der Klippen, auf denen sich die Abtei befand, ist ein schwieriges Gelände. Selbst für die Häuser der Arbeiter ist das Land knapp. Und Nahrung in diesem kleinen Gebiet zu beschaffen, wird euch Probleme bereiten. Ist zwar etwas anders gesagt, aber okay. Gib mir erreiche eine Bevölkerung von 100. Alle Häuser sind voll. 100. Sammel Äpfel. Die mache ich mal vielleicht, nur um was zu gucken. Ob sich dazu einfach spielen lässt oder nicht. Platziert euer Vorratslager, my Lord. Oh, ist ja dunkel wieder hier. Und hier soll ich genug Platz haben. Ach du Kacke. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Dieser Weiler ist eine Schande, my Lord. Wahrscheinlich wurde er von einem törichten Bauern geplant.
Der Bau des erforderlichen Wohnraums hier wird schon hart genug sein. Wie sollen wir auch noch die ganze Nahrung herstellen, wie es die gnädige Frau wünscht? So, wir müssen 100 Wohnraum. Boah. Muss ich sagen, ist echt ein bisschen kacke. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn gerade? Boah, wir haben jetzt auch gleich schon wieder 1 Uhr. Aber was macht man nicht alles im Vorproduzieren? So. Hier haben wir unsere kleinen, fleißigen Arbeiter. Die uns das hier so ein bisschen räumen. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Ja. Markt. Kerzengießerei. Ach du Kacke, wozu? Wow. Komm ich nochmal auf die Idee, solche Missionen wären einfach. Aber bevor ich irgendwie sage, die sind einfach oder sonstiges, speichern wir das Ganze mal unter Let's Play. Speichern. Ja. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Wie aussehen wie so, wie wenn die so Kids aus orientalischen Spielen, so ägyptischen Spielen. So sehen die aus. Fast keine Nahrung mehr. Ah, Kacke, darum habe ich mich ja überhaupt gar nicht mehr gekümmert. Nicht genügend Gold. Nicht genügend Gold. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Ihr seid etwas unbeliebt, my lord. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Menschen verlassen die Burg. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Und herzlich willkommen zurück zu Stronghold 3. Ja, ich habe einen kleinen Cut gemacht, ich hatte auf einmal keine Lust, jetzt bin ich hier im Livestream unterwegs. Und ja, spielen wir hier ein bisschen. Ich hoffe, das klappt alles mit der X-Story, dass ich alle Einstellungen gut gemacht habe. So, hier wird Holz abgebaut. Wir brauchen Essen. Ihr seid etwas unbeliebt, my lord. Aber nur ein bisschen bei 20. Kann halt sein, dass die sie dann nicht mehr selbstständig hinlaufen, dass ich jetzt einen Ochsen brauche.
Der Kornspeicher ist leer, Sire. Das Wetter ist miserabel, Sire. Und die Bauern stöhnen deswegen. Es ist wirklich eine Plage. Sie sollen doch froh sein, dass es regnet, oder was? Sind wir hier eine Schweine? Die Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. Ja, bin ich manchmal auch nicht. Aber zwei Schweinezuchten rein und nochmal Obst. Eine schöne Obstplantage. So, wir haben 15 von 20 Betten. Ja, da bringen wir Menschen kommen zur Burg. Wow. Also wir müssen 100 Häuser voll bekommen. Würde ich mal sagen, auf geht's. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. So, der kann sich mal hier oben drauf verpissen. Den brauchen wir ja wieso erstmal nicht. Die haben alle Leute, ja. Gut. Ach, ein paar Äpfel haben wir ja. So, bauen wir nochmal ein paar Häschen hin. Kerzenmacherei, Gehöff. Ein Gehöffchen. Eine Kirsche. Kerzengießerei. Braucht noch bestimmt eine Erbert, oder? Ach, dass du überhaupt keine Information manchmal bekommst, finde ich ja geil. Okay. Das Problem ist, je mehr Häuser und Einwohner wir haben, desto schneller geht das Essen hier weg. Ist eigentlich auch irgendwie logisch. Ja, das war ja noch Zeitenstrafe. Damals habe ich da eine richtige Abteilung gebaut, wie die Leute dann alle hingekommen sind. Damals war ich richtig fies. So, hier haben wir die Achsen. Die Ochsen. Ochsenhunter. Na gut, können wir sind nichts anfangen, außerdem haben wir bisher noch die keine Menschen Ziele. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. So, dann können wir nochmal, wie viel Holz haben wir denn noch in dem Ketto? Ach, 200, okay. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Wenn ich sage, das kann da platziert werden, kann das da platziert werden. Oh nein, mir glaubt ja wieder keiner. So, 100 Häuser. Ah ne, 100 Bevölkerung muss ich haben. 44 haben wir schon. Mm.
Unsere Kühe erkranken an einer seltsamen Krankheit, mein Lord. Nee, Rinderwahn. Kannst du erstmal Fleisch essen? Ach, Kacke. Weil sowas hasse ich da drin, wenn es solche Ereignisse gibt. Aber okay. Also wir könnten auch mal eine Kirche bauen. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Mein Gott, ja. Hier könnten wir wieder was platzieren. Wir brauchen mehr Gold, my lord. Ach, du brauchst so viel Gold. Ja. Ja, 100 Stein. Was können wir denn verkaufen? Kerzen, 40 bringen die ein, die bringen 30. Ah ne, kaufen. Auch geil. Du verkaufst deine für 4 und kaufst sie dann wieder ein für 5, für 30. Jetzt sind wir hier in England, aber warum regnet das die ganze Zeit? Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Weil ich so rumlümmen. So, zack. Stein baut ja eine gut ab. Wie viele freie Plätze haben wir denn eigentlich? 6 Untergründe, 6, 4. Wird dieser Regen nie ein Ende nehmen, my lord? Meine Hose und mein Waffenrock sind tropfend nass. Werde ich nachher vielleicht nochmal schreiben. Eventuell morgen dann. So. 42 Jahre schon Bevölkerung. Obwohl, ich mache mir da eigentlich zu viel Gedanken, ne? Ja, ciao. So. Manchmal kannst du in Häuser reingucken, manchmal auch nicht. Oh, witzig. Markt. Was bauen wir hier noch? Das kann da nicht platziert werden, my lord. Also Äpfel haben wir jetzt schon mal voll. Warte, dann können wir hier irgendwie einen Markt... Ah, da. Gut, da richten wir hier mal einen Markt. So, da kannst du nur Handel ertreiben. Automatisch verkaufen. Ach so. Das ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Na, dann kann ich halt gleich dort platzieren, das ist gut. Mein Gott, wie viele Steine habe ich denn jetzt? Na, Gold für die Kirche habe ich gleich zusammen. Die Frage ist nur, wo platzieren wir die am besten hin? Ist ja schon irgendwie ein bisschen übergroß. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Das könnten wir... Ne, dafür ist er auch zu groß. Mein Gott. Der Größe hat das ja schon irgendwie, muss ich sagen.
Eine schwarze Katze wurde gesichtet, Sire. Und wieder einmal sprechen unsere Bauern von Hexerei. Sie sind zutiefst besorgt. Ach nee, 30 Minus. Die Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. Ja. Und hiermit beende ich diesen Part von Let's Play Stronghold. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part von Stronghold 3.